Okay. Ich glaube, ich habe gerade... Ihr braucht nur zu fragen. Wie kann... Ihr braucht nur zu fragen. Steinstatuen, den Ort gefunden, an dem... Leute versteinert wurden von der Verrückten da unten. Aber erstmal den Menhir. Runen, die von der Zeit erodiert wurden, zeichnen eine Seite des hohen Steinmenhirs. Eine Reihe schwacher Markierungen scheint einen Namen zu... Ja, bilden. So, Fahne, ihr seid recht 13. Könnt ihr versuchen, dem Menhir ein Lied zu singen? I've melted hearts of stone before. Why not? Ich habe bereits Herzen aus Stein zum Schmelzen gebracht. Warum nicht? Das Summen des Menhirs wird lauter. Der Menhir gibt einen angenehmen Ton von sich und seine Runen leuchten schwach. Er scheint aktiviert worden zu sein. So, wie ihr wünscht. So, das war Nummer 5. Hier sind tote Goblins. Ankündiger, okay. Step right up, young folks. Would you like to witness the most fearsome battles of our time? Here, have a flyer. Seid doch nicht so schüchtern, ihr jungen Leute. Würdet ihr nicht gerne Zeuge der furchteinflößenden Kämpfe unserer Zeit werden? Hier, nehmt dieses Flugblatt. Vielleicht komme ich. Wo kann ich denn diese epischen Kämpfe ansehen? Ich habe schon so einige ziemlich furchteinflößende Kämpfe miterlebt. Ich habe kein Interesse an schäbiger Unterhaltung. Nehmt mal die zwei. Nothing like this, I assure you. At the Black Pits, you'll witness deadly matches, the likes of which you could never imagine. So etwas gibt... Tis the finest entertainment the Sword Coast has to offer. So etwas gibt es kein zweites Mal, das versichere ich euch. In den schwarzen Gruben werdet ihr Zeuge eines tödlichen Kampfes, wie ihr ihn noch nie gesehen habt. Das ist Unterhaltung vom Feinsten, einzigartig an der gesamten Schwertküste. Flugbad der schwarzen Gruben. Klingt interessant, ich werde es mir ansehen. Wo finde ich denn dieses beeindruckende Spektakel? Das klingt großartig, aber Worte kosten weniger als Leben. Ist die Vorführung denn wirklich so gut, wie ihr sagt? Seid ehrlich. Solch schäbige Unterhaltung interessiert mich nicht. Nehmen wir die zwei. To be honest, I'm only doing this job to feed my family. I lost everything to the Crusade. Bailoff slips me a few extra coppers, not to let on how bad the show really is. Nun, wenn ich ehrlich bin, mache ich diese Arbeit nur für meine Familie. Um meine Familie zu ernähren. Ich habe alles an den Kreuzzug verloren. Bailoff hält ein paar extra Münzen für mich bereit, wenn ich verschweige, wie schlecht die Vorführung eigentlich ist. Ich weiß ihre Ehrlichkeit zu schätzen, ich sehe es mir trotzdem an. Es tut mir leid, dass es euch solches Unrecht widerfahren ist. Hier nehmt diese 10 Goldstücke. Es ist nicht viel, aber es wird eine Weile reichen, um eure Familie zu ernähren. Dachte ich mir fast, jeder hat etwas zu verbergen. Täuschung und Lügen, mehr kann ich an diesem Punkt wohl nicht mehr erwarten. Nehme ich die 3. Wenn ihr die Vorführung sehen wollt, müsst ihr nur dem Weg folgen. Der nächste Kampf der Gruben beginnt in Kürze. Jemand hat auf diesen zerknitterten Pergament geschrieben. Wettet auf das Eichhörnchen. Das Eichhörnchen gewinnt immer. Eine Weile geschlossen, aber jetzt wieder da. Erlebt Gefahr, die Kraft und die Schönheit der schwarzen Gruben. Furchteinflößende wilde Tiere im Zweikampf. Wer wird Sieger sein? Der wilde Vielfraß, der laute Schwarzbär, der gleitende Basilisk oder vielleicht der aggressive Ankeck. Kommt und seht mit eigenen Augen die größten Kämpfe unseres Zeitalters und wettet auf euren Favoriten. Wer wird die Grube verlassen, lebend? Das Eichhörnchen. Okay. Flüchtlinge, Flüchtlinge. Oh, sie ist weg. Okay. Oh, it's you again.
We're still closed. Ich habe einige der Gegenstände gefunden, die ihr verloren habt. Wie viele habt ihr gefunden? Ein. Nun sucht weiter, der Rest muss noch da draußen sein. War das Herod dann? Alle meine Sachen sind echt, das garantiere ich. Was hat er zum Verkaufen? 8 plus 1 Sachen. Krücke der Oberflächenbewohner, das ist ein Infravisionsring. Ring der Schlossknacker. Der wäre eigentlich nützlich. Überzeugungskrafttrank. Hm. Stimmt ja, ich sollte ja sie ja auf irgendeiner Lichtung treffen. Oh, Grizzlybär, der aggressiv ist. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Dieses Banner wird vom Symbol von Kayla Argent geschmückt, einer Sonne am Horizont. Wenn euer es hier ist, hier, die Elitekämpfer haben versagt, sie haben versagt, alle Männer zurück über die Brücke, los, los. The hero is here, on their own. The elites failed? Gods! Wait, what are you... No, don't! Das ist eine schreckliche Art, eine Brücke zu behandeln oder irgendeine Fluss, einen Flussübergang. Ich glaube, wir brauchen einen neuen Weg, um den Windlauf zu überkämpfen. Der Übergang ist verstört, verdammt nochmal. Yes, I do. Fight on. I am yours to command. Yes. I'll recover. Take me. I need. Okay, das war nicht so gut. Jetzt bin ich wieder hier oben. Wie ihr wünscht. Ach stimmt, hier war noch ein Menhir. Der Menhir gibt ein konstantes Summen. Ich tue mein Bestes, Schatz. Ja, der Menhir und fertig. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ach stimmt ja, muss ich nochmal zu dem hier oben singen. Ja. So, damit habe ich eigentlich alle 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jetzt reden wir erstmal nochmal mit dem Schreier hier. Richtung Westen. Ach, da ist sie. Step right up, young folks. Would you nothing like this, I assure you. At well. To be honest, I'm only doing this job to feed my family. So, da ist Taleria. I lost everything to the crusade.
Baloth. Guten Tag. Seid mir gegrüßt. Da seid ihr. Ich bin hier und ganz bei Verstand. Diese Statuen sind zu detailliert, um selbst geschnitzt zu sein. Das sind die Flüchtlinge. Habe ich recht? Das bin ich. Nun erzählt mir was über die Vermissten. Was ist mit all den Skulpturen? Es ist niemand in der Nähe, der uns belauschen könnte. Keine Ausreden mehr. Sagt, was ihr wisst. Ich bin hier um ganz bei Verstand. Sie sind mein Stolz und Vermächtnis. Meine Ausstellung ist aber nicht komplett. Mit der Hilfe meines Assistenten werde ich der Ausstellung ein weiteres Stück hinzufügen. Euch. Weckt die Statuen wieder zum Leben, Elfe. Ich frage euch nicht ein zweites Mal. Ich sterbe eher und vielmehr wäre lieber, wenn ihr sterbt. Ich hoffe, ihr seid vorbereitet, um für eure Kunst zu leiden, wahnsinnige Hexe. Also lasst uns darüber reden. Was, wenn ich euch ein noch besseres Objekt bringen könnte? Nein, töten wir die Hexe. Ich kann euch nicht meiner Darstellung hinzufügen. Ich möchte, dass ihr sterbt. Death comes with me. Lasst uns ordentlich verdreschen. Statue? Ich sollte die verstandenen Statuen wiederherstellen, falls ich dazu imstande bin, und dann zur Herod ins Flüchtlingslager zurückkehren. Ja, da sind ja auch genug Stein zu Fleisch. Eine Schurkenrobe können wir verkaufen. Steinerner Verbündeter. Das Siegel am Fuß der Steinstatue kennzeichnet sie als eine alte Arbeit eines ätherischen Zauberer. Aber sie macht den abgenutzten, verwüsteten Rändern des Siegels zu urteilen, wurde sie ursprünglich vor Jahrtausenden erschaffen. Obwohl sie einst sehr mächtig gewesen sein mag, hat die Statue fast all ihre Aufladungen verloren. Drei Stück hat sie Aufladungen. Worum geht es diesmal? Wie ihr wünscht. Gucken wir mal, ob der Golem da oben jetzt aggressiv ist. Also erstmal gehen wir zu den Kämpfen und gucken mal, was hier passiert. Brauner Gockel, brauner Gockel. Come one, come all. See the cream of the Sword Coast's combatant crop. Witness the brilliant and bizarre battles in the black pits of the one and only Baloth the Entertainer. Baloth ist aber tief gefallen. Kommt nur, kommt und seht die kühnsten Kämpfer der Schwertküste. Wer zeugen der brillanten und bizarren Kämpfe in der schwarzen Grube des einmaligen Unterhaltens des Künstlers Baloth. Gather in the gallery, my gallants. Tis time for another test twixt two titanic terrors in Baloth's blackest pit yet. Geht in die Galerie, galante Gäste. Diesmal stellen wir erneut zwei starke Schrecken in Baloths schwärzester Grube überhaupt auf die Probe. Scharmitglied, hurra! Fate favors you fortunate few who witness these feral foes in a furious fray. First, I give you the wild wonder of the Western Kingdoms. Wise men say only fools rush in to face the Wolverine. Euch ist das Glück vergönnt, diese grimmigen Gegner in einem grausamen Gefecht genießen zu dürfen. Als erstes stelle ich euch das wilde Wunder der westlichen Königreiche vor. Weißen Männern zufolge stellen sich nur Wahnsinnige, dem Vielfraß. Das ist ein Vielfraß, sieht eher wie eine Ratte aus. But what wily wonder could conceivably win a war against the Wolverine? There is but one answer. That hardy, hate-filled horror, the Honey Badger! Aber welches wendige Wunder könnte bloß einen Krieg gegen den Vielfraß gewinnen? Darauf gibt es nur eine Antwort. Dieser harte, hasserfitte Horror, der Honigdachs. Eichhörnchen. Also das ist ganz bestimmt ein Eichhörnchen. I bid the battle begin! Möge der Kampf beginnen. Call this entertainment? Cause I don't. Me mum and me dad have had better fights than this over midwinter dinner. Where's the blood? Where's the furious beauty of the fray?
the eternal dance of life and death, the dramatic clash of tooth and claw in an unending battle for survival and supremacy played out before us in the theater of combat. Yeah, where is that stuff? Patience, my peculiarly profound patrons. The primitive play you propose will be presented.